Sehr gut. Eine Assassinenkiste. Und was haben wir da drin? Haben wir jetzt natürlich nicht gesehen. Ach so, 2 Minuten Zeit, das weiß er, dass dann die Höhle einstürzt. Und was passiert, wenn die einstürzt und wir noch drin sind? Müssen wir dann neu starten? Sag, runter mit dir. Ja. Mhm. So, kürzester Weg. War ja klar. So viel dazu. Dafür gab es hier also so viele Möglichkeiten. Oh, ey. Was für ein Glück wir aber auch haben. Alter, der läuft da durch wie so ein Storch. Alter Schwede, das geht mir ein bisschen auf den Piss hier, dass man hier... Das war so typisch, ne? Oh Gott, ey. Sollte aber noch drin sein. Oh! Fast gar nicht nervig hier alles. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was für ein Glück wir aber auch haben, ne? Oh, verdammt. Bleibt hier, bleibt hier. Hey, stehen geblieben. Stehen geblieben. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich gar nicht schießen. Na, egal. Bisschen Haut. Oder Fell eher. Scheiße, habe ich da tatsächlich auf den Fuchs geschossen. Ich Genie, ey. War ja mal fast gar nicht unnötig. Ach komm, lad nach. Oh yeah. So. Oh, nächstes Ziel hier direkt. Was haben wir denn hier Schönes? Und vor allem, wo haben wir es? Ach da. Hier geblieben, hier geblieben. Zack. So, noch ein bisschen mehr Fell. Fuchspelz, Fuchsschwanz. Ich hoffe, die meinen den hinteren. Was macht Ezio, hätte ich fast gesagt, denn da schon wieder... Okay, unter Durchgerutscht auf einmal das oben drauf, auch nicht schlecht. Und Flachkörper, war so klar, das war so klar. Und Schmetterling. So, ich will wissen, was in der Kiste drin war. Also, leg mal einen Zahn zu hier. Die Markierung kann ich auch mal wegmachen. Die geht mir ein bisschen auf den Piss gerade. Ah, da gibt's noch Klunker, da gibt's noch Klunker und da gibt's noch Klunker. Die hole ich mir noch. Dann habe ich die 6, dann habe ich schon den zweiten Plan von der Schatzkarte. Die Schatzkarte will ich auch komplett haben. Von Captain Kidd. Nicht. Konnte man nicht irgendwie hier eigentlich Daten sammeln oder so? Nee. War ich der Meinung. Nun gut. Alter Schwede. Warum so lange Strecken? Warum hätte der Tunnel nicht direkt neben dem Herrenhaus sein können? Warum heißt es überhaupt das Geheimnis des Herrenhauses, wenn es nicht mal in der Nähe davon ist? Ach, Menschenskinder. Na egal. Ich finde, mitunter sind irgendwie die Pflanzen ein bisschen, sehen ein bisschen komisch aus. Sind dann einfach mal so schwarze Flecken. Ich weiß nicht, ob das so Schattenfehler ist oder so. Oder woran das liegt.
So, wieder nach unten oder wo ist der Alte? Yep, der ist unten. So, dann will ich jetzt aber Warte, auch ich hab was. was Interessantes. Aber ich muss wissen, wer es dorthin gebracht hat und wozu. Ah. Ich weiß. Ich brachte es dorthin, wo nur ich es erreiche. Doch das ist sehr Okay. lange Sieht interessant aus. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Wem hat das einst gehört? Es ist der Umhang des ersten Assassinen, der in die Kolonien kam. Ist das seine? Seine Uniform? Und vor allem, wieso haben wir die jetzt hier nicht? Hätten wir die jetzt nicht hier haben sollen, dürfen, können, müssen? Toll, was sollen wir denn jetzt damit anfangen? Jetzt haben wir hier ein Outfit, welches wir nicht benutzen können, oder was? Ah, genau. Nein, kein Spiel spielen. Nein, 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 nein. Zurück. Oh, bloß nicht, ey. Das macht mich nur wieder aggressiv, das Spiel. Spiele spiele ich ein andermal, nicht jetzt. Wo war denn hier noch gleich dieses beschissene Buch? Da ist es. Dafür haben die jetzt keine Markierung, oder was? Okay, Lager. Alle Gegenstände durchsuchen. Herstellung. Handel, Konvoi angegriffen. Fallen, Giftpfeile. Giftpfeile wären natürlich auch mal geil. Ich will jetzt mal ein paar Giftpfeile, da fehlen mir noch Ressourcen, okay. Munition, Pfeile. Was kann ich denn überhaupt hier herstellen? Gar nichts. Ah, klasse. Bienenwachs. Ah, Honig, Trinkwasser, Wolle, Äpfel. Okay. Kann ich denn jetzt eigentlich hier Konvoi losschicken? Nee, ich habe gar keinen Konvoi oder was? Nee, ich scheine gar keinen Konvoi mehr zu haben. Wie beschissen ist das denn? Achso, Linksteuerung ist leeren. Okay. Kann ich auch nicht herstellen, Köder. Kann ich alles gar nicht herstellen, das dauert noch. Okay, da kann ich also nichts machen. Jetzt habe ich Bienenwachs gekauft und naja, kann nichts damit anfangen. Egal, egal. So, was liegt denn noch an hier in der Stadt? Noch eine Siedlungsmission da unten und noch eine Hauptmission, die ist auch da unten. Ins Grenzland müssen wir dafür. Kann ich denn Markierung setzen? Aber ich kann dahin eine Schnellreise machen und dann bin ich ruckzuck da. Ja, das machen wir. Immer noch als Ezio. Aber ist das wirklich die aus Brotherhood? Die sah doch etwas anders aus. Na egal. Egal, egal, egal. Laden, los. Da lang wollen wir nicht. Hier lang wollen wir. Und abwärts geht's. Oh, das klang irgendwie schmerzhaft. Siedlungsmission. Bei wem denn überhaupt? Wem dürfen wir jetzt wieder behilflich sein? Ja, war alles von mir so geplant, dass der Baum meinen Sturz abfängt und ich dadurch gar keinen Schaden nehme. Ach, das ist bei dem Heino oder was? Bei dem Franzosen? Nee. Ist es nicht? Ist es doch? Nee, Goldschürfer. Ist doch der Franzose, ne? Ja, Norris. Oh, war klar, dass wir dem dabei helfen müssen, Was ey. geht denn? Ich möchte ihr etwas schenken. Alter Schwede. Schenk ihr ein totes Tier oder so. Alter, jetzt helfen wir dem echt. Meine Fresse, wenn er das nicht geschissen kriegt, soll er es lassen. Ich hasse sowas.
Nun gut, dann reden wir mal mit Prudence. Achso, es sind Vögel. Ich dachte gerade, was ist da denn schon wieder los? Nebenbei gucke ich gerade nochmal. Da kann ich ja eigentlich die Klunker noch gleich mitnehmen, ne? Sind ja nur ein Katz am Arsch. Die sind ganz da oben. Oh, na gut. Wenn ich schon dabei bin. Oh, geil. Kein Sturzschaden bekommen. Ich dachte eigentlich, dann nehme ich ein bisschen Schaden bei dem Sturz. Ne gut, wenn wir schon dabei sind, dann ja, müssen wir eh früher oder später hoch. Können wir jetzt auch gleich machen. Muss ich nur mal sehen, wie ich da überhaupt hochkomme. Hallo? Hoch damit dir, Bitch. Ja. Super, ja, der kommt da irgendwie nirgends hoch. Muss ich doch hier außen rum oder was? Alter Schwede am Arsch. Habe ich ja mal wieder gar keinen Bock da hoch, aber... Oh. Zack. Aber ja, haben wir ein bisschen Wolfspelz. So, da irgendwie dran vorbei können wir. Folgen wir mal dem Weg hier vielleicht. Ne, der führt uns nur ins Grenzland, was? Nee. Hier kommen wir einfach nur nicht weiter. Naja, immer noch besser als eine unsichtbare Mauer. Alter, ich habe keinen Plan, wie ich da gerade hochkommen soll. Oder kann ich hier? Nee, ne? Nee. Ah, von da vielleicht. Alter Schwede, was ist das wieder hier für ein Akt? Da. So. Ab nach oben kann er. Gleich ein neuer Wolf. Zack, nicht mit mir. So, hier war doch noch ein zweiter. Egal, um den kümmern wir uns gleich. Erstmal schnappen wir uns den. Wolfsfänger, auch nicht schlecht. Okay, wo ist der zweite hin? Ehrlich mal. Okay. So komme ich da auf jeden Fall schon mal rum. Ganz ehrlich, ich würde das jetzt nicht so sehen, dass ich da lang klettern könnte irgendwie. Das würde ich jetzt nicht erkennen. Ohne weiteres. Da kann ich aber ran. Aber ja. Sehr schön. Und hoch mit dir. Und hinten sind die Klunker auch schon. Alter, die muss doch irgendjemand hier hingebracht haben. Welcher Schwanz kommt denn hier hinten ganz hin? Ehrlich mal. Na, wenigstens geht's schnell bergab, dass wir schnell weitermachen können. 5 von 6. Ich glaube, nach dieser Mission hier, oder nachdem ich alle Siedlungsmissionen habe, suche ich mal Captain Kidds zweite Karte. Oder die zweite Karte, das zweite Kartenstück. Oder war das ein Brief und wir bekommen eine Karte? Ah, ich weiß es nicht. Werden wir gewahr? Wir schauen jetzt erstmal hier, was die Olle hier zu sagen hat. Was ist das? Ach, eine Katze! Achso, ich dachte, ich könnte gerade mit der Katze reden. Guten Tag, Connor. Norris will einer Dame den Hof machen. Was mögt ihr Frauen denn so als Geschenk? Also mir macht ein Strauß Wildblumen immer viel Freude. An wem ist Norris interessiert? Das möchte ich nicht sagen. Verständlich. Die schönsten...